So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Wonder und das nächste Level ist das Finale der Spezialwelt und trägt den Namen Finaltest Ewiges Wunder. Ich bin gespannt, was uns jetzt alles erwartet. Und wir machen es vor Ende der sechsten Welt, vor dem finalen Bowser-Level. Ich hoffe, das ist sinnvoll. Ich weiß es nicht. So, wir nehmen mal den Bohrer mit. Was wahrscheinlich... Ja, aber es ist ja eh egal, oder? Weil wir ja jetzt hier... Ist es wieder so ein Scrolling? Es ist bestimmt wieder so ein Scrolling. Oder jetzt kommen einfach sozusagen wahrscheinlich gefühlt alle... Haben wir eigentlich... Okay, wir haben auch wieder Dinger. Oh, shit. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wahrscheinlich gefühlt so alle... Alle Gimmicks, die wir mal... Also alle guten Gimmicks oder so, die wir mal hatten, tauchen jetzt wahrscheinlich wieder auf. Ich bin mal gespannt, was hier alles passiert. Oh, Bruder. Das war nicht so smart jetzt hier. Eieiei. Ich würde gerne das Blasending mitnehmen. Das kommt nach dem Bohrer. Nice. Mal gucken, ob das sinnvoll ist. Bruder? Ja und nein. Ja und nein. Aber wenn ich unten bleibe, müsste es ja eigentlich ganz gut laufen. Ja, ne? Kann ich in die Röhre da oben rein? Oh, bestimmt. Nee, die kommt einfach runter. Oh, Bruder. Okay. Oh, ich hab's geahnt. Okay, da muss ich aber rein. Wo gehst du hin? Was machst du? Ja, danke. Okay, was passiert jetzt? Nee, die Scheiße! Ihr könnt mich mal kreuzweise, ne? Ihr könnt mich... Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Ugh, ekelhaft. Oh, nee. Ja, gut. Ja, gut. Aber die Blase ist am Anfang echt gut, ne? Die hat schon viel gebracht jetzt. Also gerade dieser Anfang hier ist ja einfach echt Quatsch. Sehr gut. So. Jetzt warten wir schön entspannt. Dass wieder alles langsamer wird. Und dann können wir hier schön rüber. Können diesmal die Pflanze einfach in Ruhe lassen. Können jetzt schön entspannt hier hoch.
Rappel hier nicht ran. Das war jetzt nicht so gut. Okay. Oh, Bruder. Kommt die Verfolger jetzt noch oder ist es jetzt, sind wir jetzt nicht mehr in Hektik? Da unten ist auf jeden Fall die Dings. Nein, ich muss an das Ding da unten rankommen. Okay, die Verfolger kommen nicht mehr, das ist schon mal gut. Aber wie komme ich jetzt an die Pflanze, an die Blume da unten ran? Okay, so. Boah, Bruder. Oh, der bewegt sich jetzt. Oh, nee, 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 nee. Oh, das wird unangenehm. Vor allem, weil ich halt alles verloren habe. Ja. Aber hey, wir haben die zweite Münze und ich muss die nie wiederholen. Das ist auch was wert. So, Blas am Anfang bleibt Pflicht. Scheiße. Ja, dann halt nicht, ne? Dann guck mal, dass wir so ausweichen. Ja, geil. Okay. Ach, man. So. Ja, und jetzt darf ich halt wieder alles spielen, ohne getroffen zu werden. Boah, das war knapp. So, hier ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Ja, und jetzt ist schon Ruhe da hinten. Jetzt kommt die Dinger. Das ist ja jetzt nicht das Problem, weil wir müssen ja nicht mehr uns um die Pflanze, um die Pflanze. Ich sag schon, um die lila Münze kümmern. So. Bruder, das war so knapp schon wieder. Ich könnte ausrasten. Oh, ich dachte, ich werde getroffen. Ich dachte, ich werde getroffen. Sehr gut, wir haben die Blase noch. Das ist super wichtig. Nice. Jetzt kann ich nämlich die Dinger auch wieder in die Blase packen. Das ist so wichtig. Ihr könnt euch alle verziehen. Ihr könnt allen Abflug machen. Und ich habe noch Treffer und alles Mögliche übrig. Sehr, sehr gut. Kann ich die Dinger auch in die Blase packen? Nein, leider nicht, aber ist okay. Ah, okay, ein Treffer. Ist verkraftbar. Ein zweiter bitte nicht. Gut. Da ist so ein einzelnes Ding, aber das scheint nicht wichtig zu sein, ne? Ja, das ist nur das hier. Okay. Ich weiß leider jetzt nicht, wie ich mit den Dingern umgehen soll. Scheinbar so. Okay, was passiert jetzt? Okay. Oh, Bruder! Okay, ich muss aufpassen, wo diese Blitze kommen. Jetzt bei mir. Ah, jetzt geht das Schiff unter.
Okay. Bruder. Mir fehlt immer noch eine Münze. Da ist sie. Ich hab sie. Ich bin tot. Aber wir haben die Münze. Einmal noch da nach hinten kommen. Oh, Bruder, es ist... Wir hätten es jetzt wahrscheinlich abschließen können. Wir hätten es jetzt wahrscheinlich abschließen können, aber ich wusste halt nicht, was kommt. Oi, oi, oi. Okay, let's go. Sheesh. Einmal noch nach hinten kommen. Ich meine, da kam ein Stern. Das muss das Ende sein, ja. So. Sehr gut. Haben wir auch wieder geschafft. Wunderbar. Jetzt wäre es echt gut, wir würden noch die Blase auch nochmal behalten. Ich meine, ich wurde ja nur von einem Mal vorhin... Oh, scheiße. Ich wurde ja nur einmal vorhin getroffen, na? Von diesen drehenden Dingern, die jetzt gleich kommen. Ansonsten wurde ich ja auch nicht weiter getroffen. Also eigentlich müsste es ja sogar gut gehen. So, kommt erstmal beide her. Den oberen brauche ich vor allem. Und es einfach nicht treffen lassen. Das ist ja... Ich meine, das ist so wenig, dem man ausweichen muss. Das sollte eigentlich wirklich machbar sein, hier jetzt einfach sich nicht treffen zu lassen. Ja, danke. Okay. Jetzt auch keinen Quatsch machen. Bruder. Also die Sprünge waren ja eigentlich nicht das Problem. Jetzt kommt das Boot. Jetzt weiß ich auch, wann ich ausweichen muss, na? Also wo die Blitze auftauchen. Da vorne. Bei mir. Das habe ich vorhin halt wieder nicht gecheckt. Bei mir. Na, wir sind eher am Ende. Okay. Und jetzt geht's Rennen wieder los. Ich komm nicht mehr vor. Ich kam nicht mehr vor. Oh, ist das dumm. Oh, das war dumm. Oh, nee. Ach, Leute. Einmal da nach hinten gedrückt, kommst du nicht mehr vor. Das ist nicht gut. Also nochmal nach hinten spielen. Yay. Okay. Jetzt hat mich meine Blase selber gejätet. Ich kann das alles nicht mehr.
Immerhin schaffe ich es konstant, die Blase zu holen. Sehr schön. So, jetzt sollten wir eigentlich wieder... Also ich meine, der ganze Abschnitt, der hier kommt, der ist eigentlich super einfach, ne? Alles, was jetzt kommt, ist eigentlich super einfach. Das ist alles jetzt super einfach. So, da kommt man easier rüber. So, und hier, das schafft man auch locker, ohne getroffen zu werden, wenn man sich nicht komplett dämlich anstellt. Na? Wenn man sich nicht komplett dämlich anstellt, dann ist das hier alles einfach. Kein Kommentar. Ich meine, ich brauche die Blase nicht mehr, aber sie wäre halt ein zusätzlicher Treffer gewesen. Ah, na gut. Wir haben aber die zusätzlichen Treffer vorhin auch nichts gebracht, weil wenn du einmal in diesen Schmutz nach hinten gedrückt wirst, ist es eh vorbei. Von daher, wurscht. Na? Und wenn wir beim Stern sind, ich glaube, dann ist Finale. Jetzt kommt das Schiff, dann kommt der Rennabschnitt. Jetzt kommt der Blitz bei mir gleich. Hallo. Jetzt kommt er wieder bei mir und jetzt sind wir eh am Ende. Jetzt müssen wir wieder rennen. Alles, was ich jetzt nicht machen darf, ist mich nach hinten drücken lassen. Komm schon, ey. Komm schon. Sehr gut. Und jetzt muss ich auch nicht da nach oben zu der blöden Blume, kann direkt den Stern mir schnappen. Kann jetzt noch irgendwas schief gehen? Ich habe keine Ahnung. Sieht nicht danach aus. Bruder! Das war's. Finaltest nach 20 Minuten abgeschlossen. Oi. Ich weiß nicht, ob ich Fan von dem Level sein soll. Es hat nette Ideen, aber es hat auch echt komische Stellen. Das war ja unglaublich. Wir sind weit gereist und haben es so weit gebracht, aber das hier war ein ganz spezielles Erlebnis. Ich bin ja so froh, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Gut, danke für die Ansprache. Was mich irritiert ist... Ups, falsch. Erstens, dass die Spezialwelt noch nicht abgehakt ist. Bekommt die keinen Haken? Oder muss ich den Aufstellerladen leer kaufen, dass die einen Haken bekommt? Guck mal, die ist nicht abgehakt, aber alle Level sind grün. Das hier auch wieder interessant. Ha. Und der hat nicht mal gesagt, du hast alle Samen gesammelt, ne? Hat das Ding ein Secret Exit? Ich wüsste aber nicht, wo. Wir werden es jetzt erstmal nicht rausfinden. Wir gehen jetzt erstmal ins Finale von Welt 6. Das dürfte nicht mal ansatzweise so schlimm sein. Hoffe ich. So. Aber ich denke, hier müssten wir jetzt auch alles haben, bis halt auf das oberste finale Level, ne? Deswegen gehe ich jetzt erstmal zum finalen Level und dann gucken wir, was passiert. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert.
So, Palast der Magmatiefen. Let's go. Das hat auch wieder einen Bowser Junior Kampf am Ende. Wissen wir ja schon. Let's go. Oh, wir kriegen direkt am Anfang die... Erstens die Blume. Und zweitens die erste lila Mütze. Gleich am Start. Finde ich gut. Muss ich nur noch zwei suchen. Ah, die Blasen sind hier wieder sehr wichtig. Ich verstehe noch nicht, wofür ich hier die... Ah, die Wasserkrüge sind wahrscheinlich, wenn ich die Blasen nicht mehr habe. Oder so. Okay, da ist direkt die nächste. Da komme ich auch sehr easy ran. Muss jetzt nur aufpassen. Ah. Danke dafür. Ich hab mir schon gedacht, ich hol's mir einfach lieber so. Mal gucken, weil da war was. Nice. Nächste Blasenblume. Ah, ich brauche Wasser. Da hilft die Blase nicht weiter. Oder... Ich muss jetzt wieder warten, bis das hier... Weh, das ist nicht wichtig. Es ist sogar sehr wichtig. Oh, wir werden wieder slimy. Großer Fan. Sehr großer Fan von Slimy Level. Der steuert sich auch einfach saucool. Also davon hätte ich einfach... Davon hätte, können wir ein ganzes Spiel machen. Wirklich, von dem Slime-Gimmick können wir ein ganzes Spiel machen. Ohne Witz. Von dem Slime-Level können wir ein komplettes Spiel machen. Ich habe da gar kein Problem mit. Oh, jetzt wird es ein bisschen kritisch hier. Let's go. Geil. Sehr, sehr cool. Nee, also den Slime immer gerne wieder. Der war nicht mal jetzt dabei im Finale, na? Im Finaltest meine ich. Was eigentlich total schade ist. Aber hey. So, wir haben nur noch den Finalkampf. Also den in Welt 6 halt jetzt hier, na? Meine ich. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen halt noch gegen Bowser kämpfen. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Wir behalten die Blasenblume. Die haben wir für das Level bekommen. Die scheint optimal zu sein. Kuckuck. Keine Lust, mit euch zu spielen. Langweilig. Papas großes, böses Wunder ist viel aufregender. So, dann verwandel dich jetzt mal, Kollege. Und wir gucken mal, was du aus dieser Stage hier so machst. Okay. Okay.
Frag mich, welcher der echte ist, doch nicht etwa der, der bunte geblieben ist. Also der da. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, den echten zu finden. Er ist auf jeden Fall noch links. Rechts meine ich. Da unten. Sag nicht, das war es schon wieder. Ach komm. Naja. Tschüss. Let's go. Let's go. Zwei Welten in einem Part abgeschlossen. Wobei, Spezialwelt abgeschlossen, bin ich noch nicht so sicher. Weil die hat halt keinen Haken. Das irritiert mich. Ha? Das irritiert mich böse. Zack. So, hier ist auch wieder alles cool. Und so befreit Mario und der Prinz die Magmatiefen. Alle Königsamen gehören nun ihnen und bald stellen sie sich der letzten Herausforderung ihres Abenteuers. Ja, das wird uns gelingen. Okay. Haben wir damit Welt 6 komplett abgeschlossen, ist die goldene Frage. Alle Wundersamen ist schon mal gut. Zeit, dass wir zu den Blütinseln zurückkehren. Hier ist es furchtbar heiß. Gib Acht, dass du dich auf dem Weg zurück nirgendwo verbrennst. Ja, wir gucken aber dann gleich erstmal nach, ob das wirklich abgehakt ist, auch die Welt, ne? Wir wissen ja Bescheid, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Aber noch kann ich nichts tun. Ja, okay, jetzt geht erstmal das Ganze los. Jetzt geht's erstmal hier ab. Der letzte... Dingswurm, was auch immer, verschwindet. Wir haben es geschafft, wir haben es wirklich geschafft. Wir müssen zu Bowser. Wahrscheinlich kommt noch eine Galeere, könnte ich mir vorstellen. Was war denn das? Irgendwas stimmt hier nicht. Oder eine siebte Welt, könnte ich mir auch vorstellen. Zu spät. Meine Vorbereitungen für das riesige, nein, das gigantische Wunder sind bereits abgeschlossen. Seid ihr gespannt, was da auf euch zukommt? Ich gebe euch einen kleinen Vorgeschmack. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich so großzügig bin. Ihr müsst nur den Mut aufbringen, zu meinem Schloss zu kommen. Okay. Kommen wir direkt zum Schloss, ist die Frage. Aber vielleicht schon. Ah, damit hatte ich nicht gerechnet. Mir gefällt nicht, wie sich Bowser sicher seiner Sache ist. Als wäre es schon zu spät, um ihn aufzuhalten. Aber ich wette, es ist noch möglich. Auf zum Schloss. Ja, natürlich ist es noch möglich. Alles easy. Aber als erstes, wie gesagt... Abgehakt. Magmatiefen abgehakt. Fungimine abgehakt. Wolkenlose Wüste abgehakt. Güldenfälle abgehakt. Wölkchengebirge abgehakt. Röhrenfelsenwiese abgehakt. Spezialwelt? Kein Haken. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Blüteninseln? Kein Haken, aber vermutlich, weil da das Bowser-Level dazugehört. Wie auch immer. Wir müssen also nächstes Mal uns zu dieser Bowser-Welt oder diesen Bowser-Level begeben. Wir gehen jetzt schon mal rein, würde ich sagen. Ich schau mal, ich will wissen, ob es eine Welt ist oder ob es ein komplett, ob es ein einzelnes Level ist. Es ist eine Welt. Okay. Das Blumenschloss Bowser hat es noch monströser verzerrt, als ich da befürchtet hatte. Uahahaha. Sieh an, wer da ist. Ihr müsst ja wirklich gespannt sein auf das gigantische, nein, das epische Wunder, das ich hier vorbereite. Etwas Geduld müsst ihr euch allerdings noch. Perfektion braucht Zeit.
Wie wäre es, wenn ich bis dann mit dem Vorprogramm amüsiert, das meine Armee vorbereitet hat? Dann ist euer Einsatz Torpedokugel, Willis. Wir zeigen Ihnen, wie eine böse, gute Show werden kann. Wie böse eine gute Show werden kann. Uns fehlen ja auch noch verschiedene Abstecker, Anstecker, ne? Ja, wir werden nicht weglaufen. Okay, ja, also das sieht nach 1, 2, 3, also 4 Level mindestens aus. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir kaufen jetzt mal... also wovon ich geredet habe gerade, ne? Hier hinten. Es fehlen noch 5 Anstecker. Ich weiß nicht, wo die herkommen sollen, ehrlich gesagt. Aber die fehlen ja noch. Also die müssen ja auch noch irgendwo herkommen. Und wir kaufen jetzt mal sämtliche Dinger hier auf. Ich weiß nicht, ob ich... Wie viele Münzen habe ich? Ich habe 904. Mir fehlen noch... Warte, wir kaufen erstmal jetzt einen zufälligen, dass wir es kurz sehen, wie viele mir fehlen. Ah, mir fehlen noch zu viele. Mir fehlen noch zu viele. Mir fehlen 45 Stück. Das ist nicht gut. Die kriege ich noch nicht voll. Weil wenn ich jetzt... Weil die gezielten kosten ja 30, na? Und die sind ja trotzdem noch Zufall. Das heißt, ich kaufe ja nicht mal den sicheren Treffer, sondern ich kaufe ja trotzdem den zufälligen. Bei Orange fehlt mir noch einer. Und ich werde jetzt nicht das Glück haben, genau den zu kaufen. Never mind. Never mind. Okay. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch okay. Kann ich meine Aufstelle irgendwo jetzt sehen? Da. Weil das Ding ist ja, ich nehme an, dass ich jetzt keinen... Kann ich jetzt durch die Zufallsaufsteller, durch die 10 Münzen-Dinger, kann ich damit jetzt noch Orange kaufen? Das ist die Frage. Na? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wo fehlen denn noch ganz wenige? Ah, es ist... Es fehlen überall ein paar. Das ist... Ach, nee, Mann. Das ist halt nicht gut. Weil wenn ich auf die Zehner gehe, auf die 10 Münzen, dann könnte ich mit Glück alle kaufen. Weil dann brauche ich jetzt noch 440. Na? Aber wenn ich die 30er nutze, kriege ich sie halt nicht voll. Machen wir ein paar Zufallskurven und hoffen, dass es funktioniert. Ja, nice. Okay, der war schon mal nicht verschwendet. Der war leider verschwendet. Der auch. Aber sobald ich innerhalb von 3 Käufen einen Treffer habe, ist es wie wenn ich den Zufallsdings woanders gekauft hätte. Na, das ist. Ah, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und ich meine, ich würde ja trotzdem. Ich würde ja trotzdem bei den 30ern immer noch nur einen Zufall kaufen. Das ist ja das Problem. Was ist jetzt effektiver? Nice.
Aber ich denke, sobald da nur noch einer fehlt, können wir dann vielleicht erstmal die Farbe kaufen. Vielleicht machen wir es mal so. Und dann gucken wir mal, wie viel Münzen wir hier insgesamt nutzen können. Jetzt fehlen noch 40 Stück. Nice. Noch 39. Ja, wir gehen mal so voran. Ich hoffe, das ist die taktisch. Nice. Noch 38. Aber es ist zu viel, es ist zu viel. Was? Oh, sehr gut, sehr gut. Noch 37. Ja. Nein, er kauft Orangen auch. Oh, das ist doch dumm. Oh, wieso kauft er denn Orangen jetzt auch? Na, das habe ich gehofft, dass das nicht macht. Weil das sind 12 Stück, die er jetzt kaufen kann, die wir nicht benötigen. Warte, du hältst eine zufällig ausgewählte, die du noch nicht besitzt. Oh fuck, das habe ich nicht gelesen. Ups. Ups, das habe ich nicht. Ah, sorry Leute, das habe ich nicht gelesen. Deswegen habe ich, deswegen war es vorhin gar kein Zufall. Okay, ja, okay. Alles klar. Ja, dann müssen wir es so machen. Dann müssen wir es so machen. Dann reichen aber die Münzen nicht. Dann reichen die Münzen nicht. Dann könnte ich zwar noch ein bisschen hier mit 10er Münzen gamblen, dass es weniger werden, die ich nachkaufen muss. Aber es ist halt... Ja, ne? Ist nicht so effektiv. Vor allem, je mehr ich jetzt kaufe, umso weniger bringen die 10er Münzen mir was. Und wir haben relativ viel mit 10er Münzen gekauft. So. Ja, und das war's jetzt halt gleich. Das waren die letzten 30 Münzen. Okay, es fehlen noch 16 Stück. 16 mal 30. Ja, Bruder. Ach, Bruder. Das sind ganz schön viele lila Münzen. Das sind ganz schön viele lila Münzen. Aber was willst du machen? Na? Okay. Wir haben ja noch ein paar Level zu spielen in der Bowser-Welt. Da kommen automatisch noch ein paar lila Münzen zusammen und ansonsten müssen wir halt lila Münzen grinden. Eieiei. Na gut. Wait, wo ist denn jetzt das Bowser-Ding? Hä? Hat das Bowser-Teil gar keine... Oder weil ich es noch nicht gestartet habe, hat es wahrscheinlich kein Dings. Das kann sein. Okay. Ja, wie auch immer. Wir müssen erst noch ein bisschen hier spielen. Machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.